Ihr werdet dieses Hotel wirklich lieben. Es steht, dass es einzigartig ist. Das ist das einzige auf der Welt. Stellt euch das vor. Ich wollte mich schon so lange ausruhen. Das wir sicherlich tun. Es hat die besten Zimmer, ein Restaurant, Behandlung, sogar ein Schwimmbad. Ja, ich wünschte, ich könnte hierher kommen und am Pool liegen und nichts tun. Übrigens, Lados, wie bist du auf diese Reise gekommen? Ich habe einfach im Internet gesurft. Es gab ein paar Webseiten, ein paar Anzeigen und ich habe einfach rumgefragt. Ich habe das Gefühl, dass wir betrogen werden. Hallo, hallo, meine drei Lieblinge. Ich hab dir gesagt, dass wir betrogen werden. Na, guten Tag, lange nicht gesehen. Ich habe euch auch vermisst. Seid ihr bereit? Bereit, womit wir so diesmal überraschen? Willkommen in meinem 5-Trampoline-Hotel. 5 Sterne, meinst du? Nein, das alte Zeug ist aus der Mode gekommen. Das 5-Trampoline ist ein einzigartiges Hotel, das sie nirgendwo sonst auf der Welt gefunden haben. Wo hast du das Angebot gefunden? Internetwerbung. Okay, Leute, Kopf hoch, das wird lustig sein. Okay, Leute, bevor ihr eincheckt, Hawaii-Stimmung. Ein Geschenk vom Hotel. Es wird im Zimmer so schön riechen. Checkt ein, aber seid gewarnt. Keine Rückerstattung. Das Übliche, um genau zu sein. Darf ich die dritte Etage besetzen? Ich bin auf der 2. Etage. Dann bin ich in der 1. Etage. Näher am Boden. Oh, hallo. Du knallst mir schon echt voll aufs Gesicht, Mann. Geht das, oder? Glenn, du drückst dich an meinem Hintern richtig fest. Ich drück dich noch gar nicht fest. Soll ich dich richtig festdrücken? Ey, nicht hier auf. Ey, bist du verrückt geworden? Was soll das, Mann? Ich hab einen schrecklichen Nachbarn im Erdgeschoss, aber im Obergeschoss ist alles okay. Was für eine schicke Villa. Jede Menge Kissen und Pelze. Was für Pelze, Mann? Ich hab hier keine Pelze. Ich habe noch einen alten Teppich rumliegen hier. Schau mal. Übrigens, ja, ich habe vergessen, euch zu warnen. Es gibt nur noch 3 Zimmer. Das oberste ist das coolste, die Suite. Das mittlere ist das Komfortzimmer und das Erdgeschoss ist Economy. Hör mal, Vlad, lass uns doch tauschen, oder? Auf keinen Fall, Leute, verdammt. Ohne Nachbarn im oberen Stock zu leben, ist total geil. Übrigens, im 4. Stock gibt es ein Café. Im 5. gibt es eine Terrasse, wo man sich sonnen und entspannen kann. Ein weiteres Plus ist der extravagante Poolbereich. Und hier kann man auf diesen Trampoline sehr schön hüpfen. Hopp, 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 hopp. Hier gibt es einen Kühlschrank, stilles Wasser mit Kohlensäure. Und dann werde ich mich betrinken, dass ich pickeln müssen. Nein, tu das nicht. So, ihr Blogger, übrigens, ich habe vergessen, euch daran zu erinnern, wir sind kein gewöhnliches Hotel. Ihr wollt natürlich Spaß haben, aber ihr müsst auch an die Regel halten. Ich habe hier etwas vorbereitet. Eure Namensschilder. Die Regeln des Hotels sind folgende. Macht Challenges, seid leise, haltet euch an den Zeitplan und wer gegen die Regeln verstoßt, bekommt einen schwarzen Punkt, ein Kreuz. Wer 3 von diesen Markierungen hat, der wird rausgeschmissen. Man bekommt ein lebenslanges Hausverbot. Wow. Klingt nach einer Art Gefängnis, Leute. Nein, die Challenges werden lustig sein. Ich habe versucht, für euch Unterhaltung zu erfinden, damit euch nicht langweilig wird. Ihr ruht euch aus, erholt euch und ich kümmere mich um meine Sachen. Er schummelt schon wieder, Mann. Nein, er ist ein normaler Typ, alles ist fair. Ich habe überhaupt nichts in meinem Zimmer, Alter. Nicht einmal ein normales Bett. Was die Unterhaltung angeht, gibt es eine Zeitung, Kreuzworträtsel, Witze, Schach. Aber mit wem will ich spielen? Die Seife, Igitt, die Wachsseife, riecht furchtbar, die Zahnbürste und sieht so aus, als wäre sie schon benutzt worden. Ein Haufen Handtücher. Danke dafür, ich lege es drunter, wenn ich ins Bett gehe. Das ist ein erstklassiges Mückenschutzmittel. Ich werde die Jungs vergiften, damit sie nicht denken, dass das Leben süß ist. Yeah, Kabikoff hat wirklich Pech gehabt. Echt, Mann, schauen wir mal, was ich hier so habe. Das Bettchen ist viel weicher und gemütlicher. Als erstes sehen wir eine Zahnbürste, ganz neu und verpackt, Mann. Das könntest du gleich herausziehen und die Zähne putzen. Shampoo und Gel, natürlich auch eine Menge Handtücher. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Sessel. Da können sich die Gäste reinsetzen, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Und natürlich noch ein Brettspiel und so eine hängende Pflanze. Naja, dass die Luft sauber gehalten wird. Also im Großen und Ganzen ein gutes Hotel. Kommt mich mal besuchen! Nicht ihr, was schaut ihr? Ich spreche mit den Zuschauern. Schaut doch mal. Was hast du denn da? Ja, bei mir kann man durch die Bohnen die Nachbarn sehen. Wirklich? Ja. Oh Mann. Nun, ich habe euch bereits von meinem VIP-Bett mit einem Dutzend Kissen erzählt. Sie sind sehr weich, schön. Es wird eine angenehme Nachtruhe sein. Und wer sie gehört, hat sich gut einen Safe, damit die Nachbarn aus dem Economy nicht stellen können. Aber es gibt keinen Schlüssel dazu. Es ist bereits verschlossen. Naja, wenn es leider nicht, werde ich versuchen, den Passwort zu erraten. Außerdem habe ich eine Klingel. Habe ich einen persönlichen Keller? Immer schön leise sein. Hör auf zu klingeln, Mann. Ich glaube, es ist nur, um die Jungs zu verärgern. Gib mir das Ding. Der Zimmerservice funktioniert noch nicht. Du machst eine Menge Lärm. Mir ist auch aufgefallen, dass ich einen wunderschönen, echten Villu
fluorbare Mantel habe. Ich glaube, den kann ich gerne abends gebrauchen. Außerdem könnt ihr euch das vorstellen, ich habe eine Klimaanlage. Was? Was hast du da für ein System, Mann? Nun, das ist das Kühlsystem. Der Ventilator funktioniert für mich die ganze Zeit. Geil. Außerdem habe ich die personalisierten Shampoos. Da steht Sergejs Perle. Das ist ja mal was Besonderes. Vom Kühlschrank habe ich euch schon erzählt. Ein WK-Schuh. Und das Allerschönste ist natürlich der Fernseher. In einem Trampolinhotel. Ich habe gerade den Blick auf die Insel eingeschaltet. Außerdem habe ich Alexa. Seht euch das an. Alexa, wie ist das Wetter im Moment? 33 Grad sonnig. Es ist warm. Außerdem habe ich 4 Zahnbürsten. Das ist ein Klassiker wie in allen coolen Hotels. Du benutzt eine und du nimmst den Rest für die nächste Reise mit. Aber ganz ehrlich, Leute, ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe einen Nachteil an diesem Zimmer gefunden. Da ich fast im obersten Stock wohne, werde ich bei den starken Werten oder wenn die Nachbarn sehr aktiv sind, ein bisschen wackelig. Ich habe Angst, dass ich mir schlecht werden könnte. Oh, ich bin vor der Reise ein bisschen müde geworden. Ich muss mich für eine Weile hinlegen. Ich langweile mich in meinem Zimmer. Ich werde in ein Café gehen. Hey, Seehund, wo gehst du hin? Vorsichtig. Oh, hallo. Schaut mal, da schleicht ein Seehund an mich heran. Hallo. Ja, ich dachte, es wäre niemand da oben. Mir ist auch langweilig, um ehrlich zu sein. Ich werde mal nachsehen, was da oben auf der Terrasse los ist. Wo willst du denn hin? Bleib doch unten. Was ist los? Naja, warum nach oben? Ist doch entspannt, da kann man sich sonnen, Mann. Mann, ich hasse diese Gemeinschaftshotels. Es ist, als wäre man allein, aber hier klettert immer jemand irgendwo herum. Ja, da. Leute, ratet mal, was das ist. Das ist, ja, das ist Kubikovs Hintern. Wo gehst du hin? Oh, das ist cool, Leute. Wow, Mann. Echt richtig nice, Mann. Wirklich. Alles klar, du hast mich auch überredet. Ich komm mit Glenn Funk. Tolle Aussicht, du. Vlad, komm mit zu mir. Hier gibt es Obst. Obst? Hey, hey. Ey, das Café ist nicht umsonst, denke ich. Es gibt nirgendwo ein Preisschild hier. Das ist sowieso alles inbegriffen, Mann. Ich werde jetzt halt Pfirsiche mitnehmen. Das ist praktisch. Ich habe sie direkt ins Zimmer gebracht. Schau, es gibt auch einen kleinen Kühlschrank mit Getränken. Limonade, Cola. Okay. Hey, wo gehst du hin? Hey, was macht ihr denn da? Nun, wir essen, trinken. Was mit den schicken Brillen? Es gibt ein paar Brillen direkt hier auf der Terrasse. Das ist für Sonnenbaden. Ja, komm, ich werde es deinen Zuschauern zeigen. Also, hier sind ein paar Liegestühle, dann haben wir einen Sonnenschirm und dann noch Dinge, um sich hier zu bräunen. Creme und jede Menge Sonnenbrillen, Leute. Die habe ich mir ausgesucht. Das ist eigentlich die ganze Terrasse. Ich übergebe das Wort der Korrespondenten namens Blatter 4. Ja, okay. Ups, ihr seht hier etwas verkehrt herum. Oh, so ist es besser. Kippikopf, sollen wir mal ein Erdbeben machen? Tolle Idee. Na los, einfach treffen. 1, 2. Ey. Beruhigt euch, was soll das? Oh Mann! Ja, komm schon, das war ein Scherz! Verdammte Scherzkekse, ich dachte, ich würde runterfallen! Okay. Kibikov, was hältst du eigentlich von dem Hotel? Nicht wirklich, Alter. Ich habe ein paar Fragen zum Essen. Es gibt kein Fleisch. Und im Wellnessbereich gibt es auch nicht. Kein Jacuzzi, keine Massage, ey. Oh, wo gehst du hin? Ich gehe in mein Zimmer, Mann. Es ist ja wackelig, es ist windig. Das ist überhaupt kein sicheres Hotel, Mann. In der Tat, ja, es ist ein bisschen langweilig hier. Es gibt keine extra Unterhaltung, die extra Kosten, kein Surfen, kein Fallschirm. Ich werde jetzt schlafen gehen. Kabikov, gib das Kaffee etwas zu trinken. Ja, ich bin gleich da. Warum schreist du so? Hier, gib das Glend. Aha. Ja. Opa? Oh, Boos, guten Tag, wie geht's? Amüsiert ihr euch? Ja, ganz bestimmt. Pass auf deine Füße auf. Und, gefällt es euch hier schön? Um ehrlich zu sein, ist es sehr langweilig. Und das Essen ist nicht sehr gut. Naja, das habe ich mir auch gedacht. Deshalb habe ich euch gerade etwas zu essen gebracht. Na, wie toll. Ja, wir haben gerade ein Frühstücksbuffet. Aber ihr müsst euch da euer eigenes Frühstück machen. Hier, bitte sehr. Stäbchen für dich, das ist für dich, im vierten Stock, bitte. Wozu denn? Lass es mich erklären. Hier ein Hotdogbrötchen für dich, bitte sehr, und ein Würstchen. Oh, auch für mich? Nein, noch nicht essen. Mist, okay. So, jetzt haltet das auf, bitte. Legt es auf die eure Augen. Das ist eure erste außergewöhnliche Challenge. Seht es gut auf, ihr solltet nichts sehen können. Ich gar nicht sehen. Ich auch nicht. Jetzt hört euch die Aufgabe an. So, Kobjakov, deine Aufgabe ist es, das Hotdogbrötchen zu halten und das Würstchen mit Stäbchen zu halten. Ihr müsst das Würstchen
Würstchen mit dem Stäbchen an die anderen weiterreichen. Und du, Vlad, sollst das Würstchen mit Ketchup wieder an Kobjakov zurückgeben, indem du es durchgehend übergibst. So machen wir einen Hotdog. Wer ihn fallen lässt, bekommt einen schwarzen Punkt. Oh, wow, erstaunlich. Ich kann überhaupt nicht mit chinesischen Stäbchen umgehen. Das geht einfach nicht. Na gut, Leute, lasst uns wenigstens was essen. Eins, zwei, los! Lien, wo bist du? Ich bin hier. Hier ist mein Arm, der gerade ausgestreckt ist. Oh, ich hab das Würstchen. Ich hab es. Hier. Ruhe, keine Hektik. Leute, kommt schon, bald euch. Wir haben Hunger. Das ist mein Finger. Das ist keine Wurst. Das ist mein Finger. Ich versteh's nicht. Hast du es? Ich weiß es nicht. Du hast es. Das war's? Lasst uns jetzt mit dem Ketchup anfangen. Mann. Ich weiß nicht mehr, wo ich's hingetan hab. Komm schon, Vlad. Such es. Ich hab's, ich hab etwas. Hast du getunkt? Ich glaub schon. Jetzt vorsichtig nach unten legen, ja? Und ich fange es hier auf, okay? Hier, bitte sehr. Komm, gib es. Ich hab es. Ja, deine Hand. Warte, ganz vorsichtig. Ich bin da. Hier, tiefer, tiefer. Oh, du bist schon ist fast das da. Ist das Würstchen? Ja. Hast du es geschnappt? Nein, ich sag es dir, Ben. Ich halte es noch fest. Lass los. Das war's? Ich weiß es nicht. Upsa, was ist das? Was? Lieber Freund Glenn, dir ist ein Würstchen mit Ketchup gefallen. Du bekommst einen schwarzen Punkt. Na, vielen Dank, Glenn. Es war ein Versehen. So, Glenn, ein schwarzer Punkt. Verdammt. Wenigstens werde ich ein Brötchen haben. Gib schon zurück, du wirst das auch nicht essen. Bist du völlig durchgeknallt, Großvater? Ich verstehe deine Unzufriedenheit. Jetzt wird alles geregelt sein. Du wirst nicht mehr hungern müssen. Die nächste Challenge wird mit dem Essen sein. Hey, unten. Was ist da los? Das Essen für euch ist hier. Ich bin oben. Wie bist du da reingekommen? Nun, ich habe diese geheimen Gänge. Alles klar, nehmt euren Fagnenzen. Mimi. So, schaut zu, das ist eine Essens-Challenge. Ich werde euch die Kokosnüsse zuwerfen. Eure Aufgabe ist es, sie in euren Netzen zu fangen. Wer am wenigsten fängt, kriegt einen Punkt. Das ist die Abmachung. Seid ihr bereit, euer Essen zu fangen? Ja. Ja, aber triff bitte den Kopf nicht. Ich werde in verschiedenen Richtungen werfen. Macht euch bereit. Eins, zwei, drei. Verdammt, ist das hart! Ups, die zweite ist unterwegs! Ich hab den Kopf an ihn gefangen! Die dritte! Die vierte! Ah, geschafft! Mais, gib es mir zurück! Ah, ich dachte, ich hätte ihn gefangen! Nein, nicht! Und wie siehst du, wohin er wird? Ich mache es so, oder? Ah, ich kann schon das Netz sehen, da ist er! Upsa! Gefangen! Ich hab ihn, ja! 1:1:1! Da ist das Ding. Ich sage und, du sagst zu! Und zu! Und zu! Upsa! Noch eine! Mist! Es sind noch ein paar Kokosnüsse übrig, macht euch bereit! Ups! Also! Ich hab's! Nein! Oh mein Gott, das ist meins! Nein! Lass mein Netz los! Ich hab's sie gefangen, das ist meine, das war ich! Ich hab 3 Kokosnüsse, ich kann genauso gut fangen wie keiner! Ja, ich hab ihn gefangen! Und die letzte! Warte! Na los, wirf schon! Mein Netz ist kaputt, warte! Und zu! Treffer! 2:2 mit Gewicko! Das war ein Scherz, ich habe noch eine dritte, die entscheidende! Also ich bin bereit! Ja! Kaniko! Gut gemacht! Nice, Mann! Vlad, was ist da bei dir? Ich hab verloren! Ups, Schildchen. Bitte sehr. Ich werde es zurückholen. Ich auch. Haha, ihr Jungs habt die Schildchen. Ich werde dir mit dem Kopf die Kokosnuss einschlagen. Überleg dir lieber, wie du es öffnest. Warum? Es gibt eine spezielle Methode. Also Leute, isst jetzt schön auf. Öffnet sie mit einer speziellen Methode. Ich bin weg. Also man muss impulsive Schläge im Kreis machen und dann knackt sie vorm selbst wirklich. Impulsiv? Nicht über meinen Kopf, Mann. Du hast Saft verschüttet, ey. So könnt ihr auf keinen Fall trinken. Hört mal, ihr habt eine Idee. Wir müssen Löcher stanzen. Kabikov, gute Idee. Es fühlt sich an, als hätte der Nachbar den Bomber eingeschaltet. Welche Wege sind denn impulsiv? Was für ein Unsinn erzählst du mir da? Lecker, Mann. Kühler Kokosnusssaft. Einfach ein Genuss. Ich habe doch gesagt, dass es funktioniert, Mann! Lecker! Ich hab's auch so geöffnet. Oh, himmlische Freude! Endlich Mittagessen! Als wären wir auf Hawaii, das meine ich. Ein Blogger mit 33 Millionen Abonnenten. Stellt ein Like, wenn ihr Kokosnüsse mögt. Ja, in deiner Suite ist es cool. Ich habe übrigens mehr Glück als ihr. Das ist es. Du hast eine coole Suite. Leute, lasst uns herausfinden, in welcher Kategorie ihr seid. Es gibt Economy, das ist Kubikov, also die mit den alten Teppichen. Glänzt ist im Komfort.
Und dann gibt es die Suite. Es gibt verschiedene Arten von Zuschauern. Die Economy-Klasse, das ist da, wo KB Korb wohnt. Die Zuschauer, die da sind, die liken. Dann ist mein Zimmer Komfort. Das sind die Zuschauer, die geliked haben und einen Kommentar geschrieben haben. Nun, in der Suite sind die Zuschauer, die geliked haben, einen Kommentar geschrieben haben und den Kanal definitiv abonniert haben. Das sind die Elite-Zuschauer unseres Kanals. Wenn du in einer Suite sein willst, du weißt schon, was du zu tun hast. Hallo, ihr Blogger. Du schon wieder. Wie geht es euch? Seid ihr satt? Ja, wir haben getrunken gegessen. Nun, gut, denn jetzt brauche ich eure Hilfe. Was sollen wir machen? Schlafen, Mensch, schlafen. Sie werden jetzt nämlich Barkeeper sein. Nehmt in eure linke Hand eine Sprite, 2 Dosen. Und in eure rechte Hand nehmt ihr eine Coca-Cola. Streckt die Arme gerade aus und fasst die unterste Dose. So lernt ihr das Gleichgewicht. Eure Aufgabe ist es, wie ein echter Barkeeper die Cola und die Sprite zu vertauschen. Wie ihr das macht, spielt keine Rolle. Wer versagt oder die Dose fallen lässt, bekommt einen Punkt. Ich glaube, ich weiß wie. Los geht's. Los geht's. So, so. Ja, okay. Leute, ich bin fertig. Ich auch. Kevin, komm, du hast es vermasselt. Komm, Jakob, du warst der Letzte. Du bekommst den schwarzen Punkt. Mein Verstand hat mich nicht im Strich gelassen. Das ist okay, ihr habt doch die schwarzen Punkte bekommen. Glenn, nimm es. So, 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 stopp, stopp, stopp. Ich werde euch dieses Losen nicht geben. Warum? Ich habe eine Party im Hotel nebenan, die in vollem Gange ist. Kevin, komm, hol es schnell. Schafft das nimm nicht. Doch. Okay, das war's. Ich gehe jetzt zur Party. Nun, laut der Beschreibung wird er für 3 Stunden mindestens weg sein. Verdammt, was sollen wir denn tun? Und erinnerst du dich, wann er von der Chillzone neben dem Pool gesprochen hat? Lass uns dort hingehen. Ja, lass uns gehen. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Ich schlage vor, wir holen uns die Getränke so schnell wie möglich. Der Hotelbesitzer ist ja so geistig. Was übrig ist, nehmen wir mit. Er ging zur Party am Salisbury, ließ uns nichts da. Ist das normal? Oh, Leute, lasst uns spielen. Ich habe als Kind immer ein Spiel auf dem Trampolin gespielt. Du stehst in der Mitte, nimmst eine bestimmte Pose ein und ihr beide springt und ich muss die Pose retten. Derjenige, der die Pose nicht hält, hat verloren, Alter. Dann gehen wir schnell zum großen Trampolin. Also, wer ist der Erste, Alter? 1, 2, 3. Bin ich der ja, Erste? Du hast verloren. So eine Pose müssen wir machen. Okay, du musst 10 Sekunden lang stehen. Bin ich der Erste? Ich hab sie geschafft. Oh, das ist wirklich schwer. Komm schon, Kabikov, du Frikadelle, versuch's noch. Ich bin bereit. Mann, du hättest mal blöde Spiele in der Kindheit, das was? Das war's, ey, es sind schon 10 Sekunden vergangen. Du bist einfach schwer. So, ja. Jetzt geht's los. Ich hab hier gerade die Dämpfung im Gang gebracht, schaut euch das an. Bei mir arbeiten nur die Federn so gut. Das war's, ich habe auch gewonnen. Auf den Schnipsel. In Ordnung, lass uns weitermachen. Wohin? Zum Chillen, was sollen wir uns sonst machen? Hallo, ja? Das ist Sergejs Pearl Hotel. Möchten Sie eine Reservierung vornehmen? Es wird ab morgen frei sein. Ah, brauchen Sie es für heute? Tut mir leid, aber... 5-mal so viel bezahlen? Verstanden, ich rufe Sie in einer Stunde zurück. Wie lautet doch das Sprichwort? Wer nicht 100 Freunde hat, hat 5-mal so viel Geld. Ich werde Ihnen so einen Urlaub organisieren, dass Sie selbst verschwinden werden. Also, wie geht es euch? Bestens. Hier, wir trinken Limonade. Schaut es an. Wir haben alles was ausgetrunken. Wir springen jetzt auf den Trampolin. Ja, hast du es aus der Minibar genommen? Ja. Ja. Und ihr wisst, dass es eigentlich nicht kostenlos ist? Was? Wieso ist es nicht kostenlos? Wie meinst wir haben alles du das? Inklusive. Da habt ihr es. Seht euch das an. Die Speisekarte. Was ist das? Du hattest die anderen Getränke. Das macht 40 Euro pro Stück. Das ist doch Abzocke! Ja, das schreibe ich auf meine Rechnung, was auch immer ich zahle. Aber es ist verdammt teuer, Mann. Was soll das? Nun, es ist teuer hier. Die Preise sind hoch. Ja, okay, Leute. Zumindest der Strand ist kostenlos. Das stimmt. Ach, übrigens, wegen des Strandes. Wow, was? Wie viel? Ja, keine Sorge. Wir haben das dann auch bezahlen. Keine Angst. Übrigens, ihr könnt eure Schulden begleichen, wenn ihr meinen Auftrag erfüllt. Ja, wieso nicht? Die Vormieter haben Münzen in den Pool geschüttet. Die müssen rausgefischt werden. In Ordnung, wir werden ihn putzen. Ja, das können wir machen. Ich werde euch ein paar Werkzeuge besorgen. Endlich wirst du auch etwas fangen, Glenn. Ich hab schon einiges gefangen. Wer binnen einer Minute weniger Münzen fängt, bekommt einen schwarzen Punkt. Verstanden? Okay, dann los, die Minute fängt an. Oh, hey Jungs, bringt die Angelschnur nicht durcheinander. Oh, ich starte, der Fang beginnt. Wow. Schaut, wie viele Münzen ich doch gefangen habe. Ich hab doch gesagt, ich bin ein professioneller Angler. Cool. Die Münze ist magnetisiert. Oh Mann, machen wir weiter. Ha. Okay, ihr habt noch 10 Sekunden. Also? So Leute, die Zeit ist um. Wer hat die meisten Münzen? Gut, lass uns mal zählen. Ich hab die Angel ausgelegt und eine ganze Minute lang geangelt, weil ich sich die anderen Münzen automatisch an den Magnet verwaltet habe. Und magnetisch wurden. Schau mal, 1, 2, 7, 8, 9. Und Anne ist zurück ins Pool gefallen. Okay, ich bin dran. 1, 7, 8, 11. 23,
23. 1, 2, 14, 15. Du hast verloren. Okay, die 10% der Schulden wurden abgearbeitet. Vlad bekommt die Marke. Was meinst du mit 10%? Komm mal hier rüber. Ich weiß es nicht. Ich gehe das Schild aufsetzen. Gut. Ich hole den Rest der Münzen. Ja, und ich werde sehen, wie du so schnell fängst, du Schummler. Leute, ich langweile mich hier sehr. Es ist sehr langweilig. Mir auch. Wir machen irgendeinen Blödsinn, Mann. Wirklich. Ich werde eine schlechte Bewertung über sie schreiben, Mann. Oh, das ist eine gute Idee. Was für eine Bewertung? Eine faire. Ja, fair. Also, ich sehe, euch fällt die Show. Richtig. Hier ist nämlich eine neue Abendunterhaltung. Endlich, komm schon. Da drüben stehen Eimer. Mit verschiedenen Strafen oder Bonus drin. Und eure Aufgabe ist es, diese Eimer mit Tennisbällen zu treffen. Tennisbälle. Oh. Cool, klingt lustig. So viel Spaß hattet ihr noch nie bei einer dieser Challenges. Oh. So, nun lasst uns feststellen, wer der Glückliche und wer der Springer ist. Ich zuerst. Okay. So. Daneben. So, noch einmal. Oh, getroffen, sehr schön. Schauen wir mal, was wir hier im Eimer haben. Upsa, du bekommst einen schwarzen Punkt. Was ist das für ein Unsinn? Gut getroffen. Gut gemacht, Lynn. Nicht lustig. Ich bin dran. Die Stange. Hoppla. Und noch einen kleinen schwarzen Punkt. Kubiakow, was für eine Biathlon-Haltung. Schau, wie Papa das macht. Oha, glänzt. Ja, bitte, solange es nicht wieder ein schwarzer Punkt ist. Bonus, eine Spa-Behandlung ins Zimmer. Was für eine Spa-Behandlung, Mann. Wow, schau mal. Oh, das ist eine Badewanne. Okay, lass uns deine Füße reintun. Da wirst du sie nämlich richtig schön abkühlen. Und ich lege noch einen Bonus oben drauf. Oh, tut mir leid, Sergej. Wirklich, ich wollte das nicht. So, fertig. Du bekommst einen Bonus. Schaut euch, es ist so cool, einen Bonus zu bekommen. Oh. Genieß es. Ja, das ist wirklich sehr cool, Mann. Wow. Willst du nicht auch einen? Ja, du hast Glück. Das ist großartig. So, das war's. Ich habe mich gewaschen, danke. Du hast alles mit Wasser überschüttet, Mann. Oh, ja, tut das gut. Kamikov, beruhig dich. Oh, und was ist es? Und getroffen, da war's, das war's. Hoppla, was ist denn hier drinne? Bonus! Hey, du ziehst in die Suite ein. Oh! Das ist in Ordnung, wir zusammen wohnen. Wie zusammen? Du ziehst in das Economy-Zimmer? Ich hatte diese Aufgabe nicht. Das ist doch ein Einzelzimmer. Ja, übrigens, wir müssen die Plätze tauschen. Das Trampolin ist nur für eine Person geeignet. In Zimmern? Was ist das für ein Durcheinander? Komm schon. Darf doch mal, Vlad wurde rausgeschmissen. Schwachsinn, ich bin doch derjenige, der den Kanal liked, kommentiert und abonniert. Ich auch eigentlich. Nicht genug Platz hier. Boah, oh, es riecht hier nach Hunden. Das ist in Ordnung, ich hab da nur ein bisschen gepinkelt, da unten hin. Nein, also es ist wirklich schick hier, genial. Ey, Nachbar! Was, Nachbar? Ich werde einen Safe auf dich werfen, ey, mein Koffer! Nimm deine Sachen! Und deine Schuhe auch! Und den anderen Schuh? Okay, lass uns auch die Schilder austauschen. Okay, alles ist wir, lass uns die Challenge fortsetzen. Ah, oh Mann. Ich mach's jetzt, Alter. Oh! Upsa, etwas Schlimmes. Du musst nämlich in die Economy. Das war's schon. Komm schon, pack deine Sachen. Komm zurück in die Gosse, Mann. Hey! Komm schon, beeile dich. Schaut euch diese Könige an, meine Güte. Ich brauche eine Textilreinigung. Kubiakow, hier, nimm deinen Koffer. In Ordnung, alle auf ihre Plätzen. Warte, da ruft jemand an. Oh, eine Minute bitte. Hallo, ja, hallo, ich wollte dich gerade anrufen. Was meinst du mit unscharfen Bildern vom Hotel? Versuch doch auf dem Handy diese zu vergrößern. Okay, verstanden, ich schicke dir die neuen. Du, mein Nachbar ist verrückt geworden, Mann. Nein, es reicht, verschwinde. Oh Mann, was sind das nur für Nachbarn heutzutage, Mann? Ey, was soll das? Na, was soll denn der ganze Lärm? Es regnet! Ich sehe keinen Regen, aber die Zimmer sind nass. Habt ihr euch in die Hose gepinkelt? Aber natürlich! Okay, alles klar, das ist genug der Albernheiten. Hört zu, ich brauche eure Hilfe. Ich muss das Foto auf der Webseite meines Hotels aktualisieren. Aber es ist nicht nur irgendein Foto. Ich muss zeigen, dass mein Hotel viele unterschiedliche Sachen anbietet. Also ich hole etwas gleich und ihr werdet alles verstehen. Okay. Schau, er vergiftet mich.
Bestrafung bekommt er. So, und jetzt das Letzte. Warum hast du so viel reingeworfen? Wofür das ist? Also, ich brauche eine schöne Anlage von meinem Hotel. Ihr baut einen großen Turm aus diesen Kreisen und jeder wird wissen, dass mein Hotel das Schönste ist. Aber wenn ihr scheitert, bekommt jeder ein Schildchen. Wir können doch gar keinen Punkt mehr bekommen. Wir haben doch schon zwei. Es scheint eine einfache Aufgabe zu sein. Wir können es schaffen. Na gut, auf geht's, Leute. Schau mal, vom obersten Stockwerk. Das ist gerade... Alles in Ordnung. Schnell ein Foto. Mach ein Foto, Direktor. Komm schon, beeil dich. Sehr schön, ich fotografiere jetzt. Na, warte, aus einem anderen Winkel. So? Ja, ich hab's. Ich danke euch, Leute. Es ist alles großartig. Es gibt noch mehr von diesen... Oh, Entschuldigung, Herr Direktor. Na gut, im Prinzip hat mein Kopf nicht wehgetan, aber ich muss jetzt schnell los. Ich muss telefonieren. Alles klar? Hallo, ja? Ich habe neue Bilder hochgeladen und verschickt. Schaut mal, wie glücklich die Gäste sind. Der Turm ist wunderschön, alles ist traumhaft. Toll, wirklich. Sie können heute in einer Stunde einchecken. Ah, oh, wirklich, diese Scheichs. Wirklich, Likes sind voll wichtig, Mann. Ja? Zimmerservice kommt. Also, ihr seid sowas von schlechten Gästen. Ich habe noch nie Schlimmeres gesehen. Also werdet ihr jetzt die Reinigung selbst machen. Hier, ihr habt Handtücher in euren Zimmern. Die sind wahrscheinlich alle schmutzig. Ihr legt sie in diesen Korb und werdet so herumlaufen. Ihr müsst sie unbedingt hier hereinwerfen. Warum? Wie warum? Das Handtuch wird herunterfallen. Es wird noch schmutziger werden und ihr bekommt ein Schildchen. Dann bleib einfach stehen. Nun, wir haben doch ein Hotel mit Show. Na gut, los geht's. Express-Zimmer-Service, los geht's! Oh, Volltreffer, Mann! Hoppa, daneben! Hoppa, oh, ich hab's! Hopp, geschafft! Ich hab's! Nicht getroffen! Verdammt, nicht getroffen! Meine getroffen. Ist der Letzte! Ich hab's! Oh, sind alle fertig? Ja! Komm, ihr Kopf hat blaue Handtücher. 1, 2, 3 Stück insgesamt. Vlad hat orange. 1, 2, 3, 6 Und Glint hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ja, Kamikopf hat verloren! Komm, ihr Kopf, ja, du Scheiße. Hast verloren. Du bekommst jetzt einen schwarzen Punkt. Ja, nichts, Alter. Wie immer, Mann. Kein Bock mehr hier, Alter. Hopp. Ja, genau. Also lasst uns die Räume desinfizieren. Alle gehen in die Chillzone, den Poolbereich. Ich muss sofort desinfizieren. Er hat schon wieder irgendeine Idee. Hopp. Also, diese Blogger halten sich ganz gut. Ich kann sie einfach noch nicht vertreiben. Ich muss mir etwas Härteres einfallen lassen. Ich will ihnen auf keinen Fall ihr Geld zurückzahlen. Und diese Scheichs zahlen fünfmal so viel. Ich muss sie irgendwie schneller rauswerfen. Spring, 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 Glenn, spring! 1, 2, 3 Oh, eine mächtige Bombe! Voll cool, Alter! Oh, Direktor, hallo! Was sieht in meinen Augen? Was machst du im Schwimmbad mit deinen Klamotten? Was ist denn so schlimm daran? Ich habe ihn so oft gereinigt. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Wir schwimmen, Alter. Alles gut, Mann. Oh, ihr Blogger. Ich habe diese Nase voll von euch. Warum kriegst du Panik? Gar nicht Panik. Alles ist in Ordnung. Okay, das ist übrigens eine weitere Strafe für euch. Wisst ihr eigentlich, wie viele Strafen ihr heute schon angehäuft habt? Das sind so viele. Ja, das ist nicht unseres. Hier steht alles. Strafe für Hotellärm, Strafe für kaputte Bettdecken. Du hast diesen Scheck selbst gebastelt und zusammengetackert. Wovon redet ihr? Weitere 1000 Euro für jeden schwarzen Punkt. Wir werden nicht zahlen. Ich verschwinde jetzt. Wir schwimmen hier nur. Nein. Ich rufe jetzt die Polizei. Das war doch nicht gewesen. Natürlich, okay. Mann. Wir werden bezahlen. Kein Problem, Alter. Okay, aber kann ich die Bullen? Gut, dann verschwindet aus diesem Pool hier. Ja, komm, ja, gib mir die Hand. Die Hand. Okay, schnell, Jungs, schnell. Schnell. Los. Was? Ey, haut ab. Weg hier. Schnell! Nimm deine Sachen, nimm sein Geld. So, gib den Koffer. Oh, jetzt müssen wir auch noch die Bürste holen. Pantoffel auf. Schnell, er kommt raus, Alter, schnell. Er kommt raus, Glenn, lauf. Komm schon, los. Hau dir ab, los, schnell. Mach's gut, du Loser. Tschüss, Alter, bist nicht böse gemeint. Und dann hat er uns nicht gefallen. Okay. Verdammt, ich habe... Leute, wacht auf. Kubikov? Was ist denn hier los? Warum sind wir gefesselt, ha? Sind wir wieder in einem Babgefängnis? Wie oft soll das passieren? Wer macht es denn immer? Aber eines weiß ich aus der Erfahrung der Babgefängnissen. Man kann aus denen rauskommen. Seid ihr schon lange wach? Seit einer halben Stunde. Oh, ich kann mich wieder an nichts erinnern. Warum tragen wir verschiedene Kostüme? Warum sind wir in verschiedenen Zellen? Warum habt ihr eine Toilette und wir nicht? Aber wir haben ein Waschbecken, ha? Wie waschen wir uns die Hände? Jungs, lasst uns so machen. Wir geben euch Wasser und ihr gebt uns Toilette. Okay.
Okay, Leute, wir sind ein Team. Wir werden uns nicht verirren. Wir werden aus jeder Situation einen Ausweg finden. Was habt ihr noch Interessantes hier? Schauen wir uns mal um. Wir haben hier eine Art Poller. Leute, habt ihr einen Weg nach draußen gefunden? Da drüben habt ihr ein großes Loch. Das ist ein Ventilator, aber er hat scharfe Klingen. Ich glaube, wir können da nicht rauskommen. Echt nicht. Das geht nicht. Und wenn man da Matratzen reinlegt und es aufhält? Dann wird ihn doch durchschlagen. Ja. Also, was haben wir? Wir haben eine Art Gitter hier. Da sind noch andere Gefangene drin. Oh. Leute, Mann, diese Kette macht mir Angst. Mann, warum habt ihr auch nicht eine? Vielleicht gibt es irgendwie spezielle Aufsicht über uns. Leute, Mann, helft mir sie abzunehmen. Was soll ich tun? Sie macht mich wahnsinnig. Was? Das geht doch nicht. Die ist super stark. Okay, schaut mal, hey, da ist noch ein Waschbecken. Mal sehen, was da drin ist. Sieht aus, als wäre das Wasser abgestellt worden. Verdammt, Leute, ich glaube, wir haben nicht mal ein Waschbecken. Funktioniert wenigstens eine Toilette? Ja, alles funktioniert. Oh Mann, habt ihr Glück. Eine Art Tür oder so. Drähte, Rohre. Ah, schaut mal hier, da sind ein paar Zylinder drin. Ich weiß, was das ist. Das ist ein Kühlwassertank, verstehst du? Ein Freezer kühlt sofort auf minus 45 Grad ab. Ich habe eine Idee, wie wir die Fesseln abkriegen. Wir kühlen die Kette ab, sie wird brüchig und wir brechen sie einfach ab, Alter. Lass uns versuchen. Ich glaube, wir haben einen ersten Schlüssel gefunden. Wirklich, das ist so genial. Alle Gegenstände, die gekühlt werden, werden brüchig. Schaut zu, Frost. Na, bist du bereit, sie abzureißen? Mach schon. Eins, zwei, drei. Wir haben es geschafft, Leute! Wir haben die Fesseln durchgebrochen! Komm schon, beeilt euch! Es ist kalt, seht euch das an, es schneit wirklich! Und? Jetzt sind unsere Fluchtchancen höher. Lass uns die eisige Kälte bei Wonders nutzen. Sie ist eine sehr wertvolle Ressource. Willst du etwas? Nein? Wartet mal, wenn das Metall brüchig wird, vielleicht werden dann ja auch die Metallstäbe brüchig. Leute, jetzt werden wir versuchen, dieses Gitter mit Hilfe von diesem Freezer zu zerbrechen. Das ist wie Schweißen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Der Prozess ist im vollen Gange. Ich kann schon sehen, wie die Stäbe gefrieren. Bevor es heiß wird, müssen wir die von unten holen. Ein Freezer aus einer kleinen Dose. Mit so einem Ding kann man direkt verschiedene Gegenstände einfrieren. Nice! Wow! Leute, es sieht so aus, dass wir es geschafft haben. Und wir? Ja, das war's, Leute. Ihr müsst jetzt auch noch einen Weg suchen. Gib uns doch das Spray, dann machen wir dasselbe. Das war's, der ist leer, Glenn. Wir machen euren Weg. Und wenn etwas, kommen wir zurück und holen euch. Aber ihr müsst versuchen, trotzdem selber rauszukommen. Lass uns gehen. Denk selber nach. Zirka, ich hab's. Wir müssen einfach alleine rauskommen, ohne Hilfe von irgendjemandem. Wir schaffen das schon. Okay, sehen wir uns mal um. Zirka, warum durchbrechen wir nicht einfach das Gitter und gehen hinter ihn her? Naja, versuchen wir es. Es sieht sehr dick aus, nicht wie ihres. Ja, in der Tat, es wird wohl wirklich schwer zu durchbrechen sein. Betten, Schubladen, Toiletten. Und was ist in der Schublade? Warte mal. Wie können wir das machen? Nur wie? Weg damit. Schau, es ist wirklich weggespült. Hinter uns ist noch ein Ventilator. Es gibt wahrscheinlich nur einen Ausweg und das ist nach draußen durch den Ventilator. Da unten gelangen wir in den Lüftungsstacks und ich glaube, da ist der Ausgang. Aber wir müssen nur verstehen, wie wir den stoppen können. Wie ein? Oh Glenn, sieh mal, ich werde jetzt etwas versuchen. Was machst du da? Was soll das denn sein? Ah, du hast mich einfach nur reingelegt, Mann. Ja. Das reicht, mach keinen Unsinn mehr und überleg dir, wie wir hier rauskommen können. Wirklich, Sirage, schauen wir uns noch mal um und versuchen etwas zu finden, das uns helfen kann, den Ventilator aufzuhalten. Ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir dieses Seil nehmen und es um den Ventilator wickeln? Dann hält er an. Ja, lass uns das mal versuchen. Mal sehen, wie lang es ist. Wow, ich glaube, diese Länge sollte reichen. Versuchen wir es. Sirage ist so ein Erfinder. Oh. Was? Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass das funktioniert. Aber es hat echt funktioniert. Oh mein Gott, Sirage, du bist so klug, Mann. Tut mir leid. Sirage, hör mal zu, ich habe einen Vorschlag für dich. Was ist das? Hör mal, du bist jetzt schon lange auf dem Kanal A4. Aber du hast die Zuschauer noch nie gebeten, deinen Kanal zu abonnieren. Das wäre doch nur gerecht, wenn du das mal machst. Stimmt doch. Das ist etwas, was ich schon lange tun wollte. Leute, hier seid ihr, der gerade zuschaut und bei euch leuchtet der rote Abo-Knopf. Klickt bitte sofort drauf, denn ich könnte aus dem Kanal geworden werden. Und alles nur, weil du nicht abonnierst. Bitte, drücke den roten Knopf. Ich bitte dich nur einmal. Das war's, es ist erledigt. Ich habe Vertrauen in Sie, wir können weitermachen. Und werden Sie nicht abonnieren? Sie werden, 100%. Okay, dann können wir gehen, los. Mal sehen, was auf uns zukommt. Wie mutig Sirager das macht. Richtig gut, Mann, wirklich. Warum lacht ihr? Ihr seid hinter Gittern und wir sind hier. Wer seid ihr? Wir sind da rausgekommen. Wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wir erinnern uns an gar nichts, aber wir tragen diese gestreiften Sachen. Und wir wollen hier raus. Und ich kann euch auch helfen, wenn ihr mir auch helft. Der Designer dieses Gefängnisses hat mich hier reingesetzt.
Er hat mir gesagt, wie es geht. Wie man kommen kann? Ja. Oh, nützliche Information. Nun, dann lass uns einen Deal machen. Sie geben mir zuerst ihr Wort, dass sie meine Bedingungen erfüllen werden. Nun, es gibt nichts mehr für uns zu tun. Wir können nicht zurückgehen, verstehst du? Ja, richtig. Ja, das werden wir. Was muss getan werden? Also hör zu, es gibt einen Durchgang hinter dieser Wand. Wenn du sie auseinander nimmst, kommst du in den Korridor. Der Korridor führt in den Kontrollraum. Sie öffnen zuerst meine Zelle, Nummer 31. Hast du sie? Nummer 31, ja. Sobald du meine Zelle geöffnet hast, kommst du raus. Wenn du es nicht tust, werde ich dich verraten. Und? Alles klar? Okay. Ja, ich stimme dir zu. Verstanden. Zelle Nummer 31. Gib her jetzt. Verrückte Leute. Beruhig dich mal hier. Oh, er ist der Ältere. Ihr müsst ihm zuhören. Zelle 31, lass uns durch die Wand gehen, wie er gesagt hat, und dann ihn freilassen. Okay, schau. Da ist also nur eine Wand. Zieh an dem Griff, Alter. Sie werden sich öffnen. Nur ein bisschen fester, Alter. Es ist 20 Jahre alt. Jemand war hier nie unten. Kubikov? Oh, es ist eine drehende Wand. Ja, was auch immer, Alter. Mann, du kannst ihm vertrauen. Vielen Dank. Zelle Nummer 31. Richtig. Komm schon. Glint, ich sehe dein Schloss. Beeil dich. Lass uns gehen. Ein Schloss? Lass sich es überhaupt öffnen? Nein. Natürlich, wirst du doch im Gefängnis. Hier lässt sich alles öffnen. Und was ist das? Noch ein Tunnel hier? Oh. Sieht aus wie ein lebenslängliches Gefängnis, Leute. Das ist echt krass. Ja, komm rein, steh dich um, was du willst. Oh Mann, echt schlimm hier. Ich glaube, das ist so eine Art Keller. Hier stinkt es nach Müll. Oh, richtig. Das ist der Müll. Es ist Keller, natürlich. Der Müllkeller ist das hier, Mann. Wäre ja klar gewesen. Na gut. Müll, Müll, Müll. Oh, Igitt, wie dreckig das hier ist. Da ist nichts. Wieso hast du Angst, es anzufassen, Mann, Zirögel? Naja, er ist schon tot. Ich habe eine Art Gips gefunden. Vielleicht ist es ja der Abdruck zum Schlüssel des Schlosses da hinten. Sehr gut möglich. Also, Zirögel, wenn du es wagst, das Skelett anzufassen, dann komme ich vielleicht in den Papierkorb. Wir brauchen Pappe und ein Messer, um den Schlüssel aus Gips auszuschneiden. Ah! Das passt uns nicht. Das ist aus Holz. Oh, ich sehe ein Messer hier unten. Und ich habe schon die Hälfte von allen gefunden. Jetzt fehlt nur noch ein Stückchen vom Karton. Und hier ist auch der Karton, Leute. Komm, lass uns ausschneiden. Ah, du bist ein Meister darin, Dinge mit deinen Händen zu machen. Also, leg los. Also, zuerst schneiden wir ein kleines Rechteck aus. So. Das ist perfekt. Das passt richtig gut. Ich glaube, du schaffst es. Ja, so. Es hat geklappt, Leute. Lass uns ihn ausprobieren. Jetzt direkt. Los geht's. Es stinkt schon. Zurück, es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Und jetzt weiter. Los geht's. Wow, dreh dich. Dreh das Lenkrad. Beeil dich, bevor jemand hinter uns ist. Es ist genau wie in dem Film. Ich habe so ein Ding gesehen. Wenn es so einen Innenraum auf einer Seite und einen Innenraum auf der anderen Seite gibt, die Wand dreht sich und dann ist es so, als wäre es nichts passiert. Versteckte Tür, das ist so cool. Wo sind wir überhaupt hingekommen? Schau, eine Art Kleiderschrank. Eine Garderobe, richtig. In der Garderobe gibt es immer etwas Interessantes. Okay. Leer? Ein leerer Schrank in einem Papiergefängnis? Nein, das ist nicht so. Warte. Nein, nur ein Kleiderschrank. Ich traue meinen Augen nicht. Ein leerer Kleiderschrank in einem Papiergefängnis. Aber was ist das? Oh, das ist ernst. Vielleicht ist es eine Art Kopfhörer. Guck mal. Wer zum Teufel weiß das schon? Vielleicht ist es ein Telefon. Sind keine Tassen hier. Mist, schau, das ist eine Art Aufsatz. Warte mal, lass mich das mal sehen. Oh, das ist eine Art Handschuh, 100%. Eine Art Schlauch. Zieh mal den anderen an. Ich werde sehen, was drin ist. Kubikov, warte, bist du sicher? Wir gehen einen Wasserstrom hier raus. Warte, Kubikov. Mist, das sind meine Hände. Okay, es gibt keinen anderen Ausweg, Leute. Das ist ein einziger, das überhaupt drin ist. Ich will ja nicht wieder reingehen. Die Knacken sind irgendwie, sind ein bisschen... Ist das eine Art Waschmittel, Vorschussmittel? Ich will es nicht, Kubikov. Oh, es funktioniert. Das ist eine Art von Treibstoff. Kubikov, es ist eine Art mechanischer Arm. Oh, Leute, ich kann dich krass spüren. Die zweite, seht mal, die Farbe der zweiten Flüssigkeit ist rot. Blatt, fast. Okay, und? Jetzt geht's los, Kubikov! Und, was fühlst du? Okay, lass uns versuchen, den Schrank zu knacken. Oh, Kubikov, ich kann die Tür nicht sehen. Ich will nicht zurückgehen. Fühl mal, wo die Wände leer sind. Oh, da ist ein Zimmer. Also, war zugeendet. Zweiter Schlag, Kubikov, pumpen Sie ein bisschen mehr auf. Mehr Kraft, alles klar, Strom hier rein. Okay. Gefügt
Kopf! Schluss mit diesen Panzerfausten! Bringt es zurück! Das ist es! Steig ein! Oh, ich weiß, was das hier ist. Siröge, komm her. Das ist der Identifikationsraum hier. Schau mal, hier gibt es einen Drucker, einen Laptop. Siröge, schau mal, hier ist sogar ein Skizzenprogramm zum Zeichnen. Übrigens, ist dir aufgefallen, wie oft wir ins Gefängnis geschickt wurden? Ja. Ich habe eine Idee. Lass uns jetzt in unseren Fällen in der Datenbank suchen und lass uns ein paar falsche Skizzen anfertigen, unsere Bilder durch die Skizzen ersetzen. Genial! Und dann werden wir nur sehr schwer zu finden sein. Komm schon. Okay, also ich erschaffe mich selbst und dann erschaffst du dich selbst. Also, zuerst die Ohren. Ich werde riesige Ohren haben, wie so ein Elf. Und wenn ich mir leicht überlege, gibt es so eine Person wirklich und sie wird erwischt? Nein, das ist dann nicht schon unser Problem. So, und dann sollten wir vielleicht noch eine Kartoffelnase machen. Oh, schau mal, das wird doch richtig gut aussehen. Von Kapierkauf. Ja, Mann, das wird gut aussehen. Also, die Augenbrauen müssen auf jeden Fall nett sein, damit es schade ist, ihn in den Knast zu schicken. Und die Lippen ein bisschen hinterhältig. Und die Haare lassen wir so. Und kein Bart. Und so sieht er dann richtig gut aus. So wie ich. Also, er sieht mir kein bisschen ähnlich. Also habe ich mich abgesichert. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt lade ich ihn in die Datenbank hoch und ersetze mein Bild durch diese Skizze. Ich hab's, das ist es. Ich hab's, Chirurger. Jetzt machst du es. Glenn, schau, ich bin 200. Ich frag mich, ob es Zentimeter oder Millimeter sind. Okay, ich komm. So, lass uns den Kopf machen. Haare? Nein, ich mag keine Haare. Ich möchte bedrohliche Augen machen, damit er gerade ist. Ich kann sehen, dass er ein Krimineller ist. Ich habe Pickel hinzugefügt, damit sie gerade und lang aussehen. Ich habe schon lange keine erwachsenen Pickel mehr gesehen. Okay, Glenn, was musst du hier tun? Sub? Hey, komm, ich zeig es dir. Das ist es, Chirurger. Gib mir ein High Five. Ich verstehe. Wir kriegen das schon hin. Chirurger, das ist natürlich alles sehr cool, aber wir dürfen nicht vergessen, warum wir hier sind. Wir müssen entkommen. Oh, die Tür. Sie ist offen. Und da ist noch eine andere Tür. Aber irgendwie ist die unheimlich. Ich gehe da nicht rein, Mann. Ian, wovor hast du Angst? Du nimmst es und kletterst mit deinen Händen hinein. Ach, wirklich? Chirurger, was machst du da? Ich glaube, ich habe deinen Knopf erwischt, Glenn. Ja, dann drück ihn doch. Die Tür hat sich geöffnet. Kletter hindurch. Oh. Kind, geh durch. Oh, warte mal. Sieh mal das an. Das ist eine Art Stromgenerator. Oh Mann, ist das cool. Und alle Knöpfe und die Schalter. Sieh mal, jemand hat ein Sandwich hier gelassen. Das bedeutet, dass jemand hier war und vielleicht sogar bald zurückkommt. Wir müssen dringend von hier weggehen. Am besten sofort. Okay, ich kann die Tür sehen, aber sie steht unter Strom. Und woher weißt du, dass sie unter Strom steht, Mann? Das werden wir jetzt überprüfen. Sieh mal, es ist gebraten. Und ist das lecker. Okay, okay. Also der Draht steht unter Strom, aber wir müssen ihn irgendwie abschalten. Wie? Lass uns versuchen, vielleicht noch einen Knopf zu finden oder so. Verdammt, nichts funktioniert, Mann. Schau, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, das wird uns bestimmt helfen. Wir werden es einfach kurzschließen. Das ist doch eine gute Idee. Und der Draht werden wir selbst abschneiden. Oh, cool. Siröger, geh zur Seite. Und Leute, macht es auf keinen Fall zu Hause nach. Macht das nicht. Lasst das besser die Eltern machen. Okay, also ich denke, der Schwarze kommt hier oben dran. Okay. Und ich denke, der andere kommt hier. Hat es geklappt? Ich weiß es nicht. Schau mal, was wir nicht bemerkt haben. Das ist doch ein Ampermeter. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ein Moment. Also, wenn der Pfeil auf 0 steht, hat es funktioniert. Aber ist doch auf 0. Das bedeutet, dass es keinen Strom hier drauf gibt. Es funktioniert. Wir können weitermachen. Los geht's, Siröger. Ist das die Waschküche oder was? Ja, das ist sie. Die Wäscherei. Was ist da drin? Oh. Oh, das sind, ja, Sträflingslocken. Boah, das stinkt, Alter. Hier noch eine Waschmaschine. Okay, hier sind ein paar Hemden. Das müssen die von Werther sein. Ah, fürs Rendezvous. Ich denke schon. Irgendeine Art von Hose. Willst du dich nicht wenigstens wie eine Person anziehen? Nee, die stinken, Alter. Also, was ist hier drin? Was da? Schau mal, Alter. Nein, 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 zurück, Alter. Okay, das war's, sonst nichts. Oh, schau mal, eine neue Waschmaschine. Oh, sollen wir die Wäsche vorbringen? Gute Idee. Vielleicht können wir eine geringe Strafe bekommen, wenn wir erwischt werden. Komm schon. Komm schon! In Ordnung! Das ist genug, okay? Und? Oh, es funktioniert! Okay, oh, alles klar, Mist. Pass auf, wir fliehen tatsächlich aus dem Gefängnis, okay? Das ist mir nicht gar aufgefallen. Sie ist aber geschossen, Wilma. Irgendeine Idee? Vielleicht gibt es irgendwo ein paar Chemikalien, mit denen man die Gitter auflösen kann. Pulver, eine Art Aceton. Nicht sichtbar. Hier gibt es einen Dampfer. Naja, ein Dampfer. Kann ich nicht mit dem Rost umgehen? Oh, das ist eine geile Idee, Alter. Das machen wir für den Mob, verstehst du? Komm schon. Schau mal, Alter. Ich habe sowas in den Filmen gesehen. Wir können aus dem Mob einen Hebel machen, Alter. Und dann können wir das Gitter herausziehen, verstehst du? Und was braucht man dafür? Wir brechen den Mob in zwei Hälften, Alter, und dann machen wir ihn nass. Hast du viele Jackie Chan Filme gesehen? Aha. Auf keinen Fall. Ein perfekter Treffer. Vlad, gib mir den nassen Lappen. Okay, ich schlage ihn raus. Oh, nasser Lappen.
Die Hose ist gewaschen. Jetzt schau, steck deine Hose durch die Gitterstäbe. Hier, schau mal. Das habe ich noch nie gesehen, Leute. Kein einziges Mal. Wir binden einen Stock dran. Ein weiterer Vorteil, Filme zu schauen, wenn man ins Gefängnis geht, kann man einige Dinge von dort anwenden. Leute, warum schreibt ihr nicht euren Lieblingsfilm in die Kommentare? Wenn ich mir etwas ansehen will, werde ich auf jeden Fall diesen Clip verwenden. Wow, auf keinen Fall, Kubikov. Wow, du hast den ganzen Körperbogen. Physik ist das Thema. Kubikov, du bist ein Tyrann. Bitte. Ja, lass uns gehen. Oh, was ist das hier? Das sieht aus wie so eine Küche. Schau dir das mal an. Alle möglichen Tische, Essen, ein Knopf hier. Wow, 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 stopp. Ey, schau mal. Hier fliegen die leckeren Sachen nur heraus. Sag mal, willst du? Komm schon. Gut, ich werde mal nachsehen, was es sonst noch hier gibt. Genau, also hier gibt es Tische, hier kann man essen. Und was ist das denn hier? Das ist so eine Art Tür. Und sie lässt sich natürlich nicht öffnen. Da sind Drähte dran. Es gibt also keinen Strom an der Tür und deshalb geht die Glühbirne auch nicht an. Okay, Glenn, ich habe das in der Schule durchgenommen. Um Strom zu bekommen, brauchen wir eine Zitrone und eine Kartoffel. Richtig. Mhm. Ich sehe hier aber keine Zitronen. Kartoffeln, es gibt Kartoffeln. Und wie? Einfach Drähte in die Kartoffeln stecken? Nein, natürlich nicht, Glenn. Wir brauchen noch Eisenstifte. Gut, dann lass uns sie mal suchen. Also Eisennadeln. Also nach der Tatsache zu urteilen, dass es ein sehr komplexer Mechanismus ist, denke ich, dass hier irgendetwas sein könnte. Chirurger? Solche hier? Ja, ja, die sind toll. Genau, zwei Eisenstifte. Ich weiß nicht, wie Chirurger sich das ausgedacht, aber schauen wir mal. Okay, ich glaube, wir brauchen längere Drähte. Oh, 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 oh. Wow, Chirurger. Okay, ich denke, das sollte reichen. Und was machen wir jetzt damit? Drähte festhalten. Okay. Wir nehmen eine größere Kartoffel. Wir stecken sie auf eine Seite hinein. Okay. Das Wichtigste ist, Freunde, dass ihr das zu Hause auf keinen Fall wiederholt. So, jetzt ein Kabel hier und das andere hier. Und die Glühbirne sollte jetzt angehen. Also einfach jetzt anstecken. Ja. Eins, zwei, drei. Juhu, es hat funktioniert. Gib mir ein Gefällt mir, wenn du nicht wusstest, dass man aus einer Kartoffel Strom gewinnen kann. Okay, das war's, aber wir brauchen jetzt keinen Strom mehr. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Glenn, das sieht nach ziemlich scharfen Sachen aus. Wow, das sieht ja aus wie Guillotine. Wir müssen rechtzeitig durchkommen. Oh Mist, Chirurger, das sieht echt gefährlich aus. Ich glaube, ich schaffe es auch. Kubikov! Ist das ein Panzer oder was? Sieht so aus. Was macht denn hier im Gefängnis? Vielleicht ist es überhaupt eine Militärbasis. Aber warum hat das kein Schießrohr, hä? Vielleicht ist es ein Mauerkorb. Ah, genau. Oh, komm schon, lass uns die Mündung einbauen, sie aufladen und versuchen, die Wand zu durchbrechen. Wir müssen erstmal sehen, ob er überhaupt funktioniert. Dann lass sie uns reinstecken. Oh, hier sind Werkzeuge. Ich nehme den Schlüssel. Jetzt komm schon. Okay, ich glaube, ich hab's. Hält es? Es hält. Dieser Schraubenschlüssel ist zu groß. Wir brauchen einen kleineren. Das ist es. Die Mündung ist sehr, sehr, sehr fest eingestellt. Okay, ich steige ein und du fütterst die Munition. Es sind zwei Patronen hier, aber es sieht aus wie ein Bleistift. Aber es ist Munition. Lade bereit? Ja. Yeah. Okay, rein damit. Jetzt kommt der zweite rein. Das ist es, Kubikov. Meine Munition ist in der Mündung. Okay, ich starte jetzt. Komm schon. Eins, zwei, drei, Feuer! Funktioniert nicht. Mist! Warte, die Sensoren zeigen an, dass das Benzin auf Minimum ist. Da ist also der Kanister. Sogar Benzinstank. Komm, füll auf, Alter. Ich komme. Okay, Benzintank, ich schütte rein. Okay, sollte für eine Sicherung reichen. Kubikov, starte den Motor. Oh, yes, es geht los. Versteck dich, ich schieße jetzt. Schieß, ich bin in einem anderen Raum. Mach schon. Eins, zwei. Meine Ohren klingen, was war das? Ein Loch in der Wand, ich habe ein Loch in der Wand. Kubikov, du bist ein Kopf. Hat vom Panzer ein Loch in die Wand geschossen. Das ist es. Komm schon, komm. Oh, was? Da sind ein paar Äxte drin. Oh. Ich werde da nicht reingehen. Naja, es ist genau wie bei den Quests, wo man die Zeit berechnen und schnell durchkommen muss, bevor die Axt runtergeht. So, ich glaube nicht, dass es so schwierig ist. Soll ich anfangen? Los. Okay, Äxte. Okay, Schlag. Hoch, runter. Zwei Sekunden. Hoch, runter und hoch. Ich bin weg, ich bin weg. Da ist noch eine Axt. Kubikov, Kubikov. Los, 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 los. Und das ist weg. Das war gefährlich. Wo sind wir gelandet? Oh, das ist der Innenhof oder so. Oh, du kannst hier ein bisschen pumpen.
Ist es schwer oder was? Unmöglich zu heben. Wie schwer ist es? Und wenn wir zusammenheben? Wow, Leute, schau mal hier. Sergej, das ist Glenn. Das ist Glenn in der Guillotine. Glenn, komm schon, komm. Mann, muss das gefährlich gewesen sein da draußen. Wenn ich so drüber nachdenke, hier hatten wir einen richtigen Panzer. Wir hatten mechanische Arme. Was ist mit euch? Wir hatten elektronische Kartoffeln gehabt. Okay, was machen wir hier, Leute? Wo sind wir hier? Hier sind wir sicher. Aha. Klemmzugstange. Nun, wie wär's mit deiner Leiter? Komm schon, ich zeige dir, wie man sich hochzieht. Wie hast du es gemacht, Sirugge? Die liegt an der Tonne. Ja. Okay, Sirugge ist generell ein seltsamer Mann. Und wie viele Klimmzüge schaffst du? 5-mal. 5? Abonnenten, wie viele Klimmzüge schafft ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich denke, ich werde 15 Klimmzüge machen. Nee, ich schaffe so etwa 12. Nun, Kubik. No, darf ich das beantworten? Du darfst auch nicht antworten, okay. Und ihr Abonnenten, antwortet in den Kommentaren. Okay, Leute, wo sind wir eigentlich? Ich sehe frische Luft, da fliegen Vögel hier rum. Die Freiheit. Aha. Okay, Leute, ich sehe hier eine Tür. Keine Chance. Oh, ey, lass uns die Langhantel benutzen, um die Tür einzutreten. Oh Mann, ist sie schwer. Sirugge, versuch das. Was meinst du mit schwer? Sie ist leicht. Naja, versuch's mal auszuschlagen. Nein, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen ihr einen harten Schlag verpassen. Versuch es hart zu schlagen. Mist. Oh Leute, was ist das hier? Irgendein Schild mit Drähten? Mein Gott, Glenn, sei vorsichtig. Wegen dir können wir sogar hier drin gefangen sein. Jetzt wird es eine Art Überschwemmung geben. Feuer, die Wände werden zusammenziehen. Das ist das, was ich im letzten Teil gemacht habe. Okay, du hast es geschafft. Lass mich das versuchen. Und... Was hast du da gemacht, Mann? Ich glaube, ich bin in Ordnung. Leute, die Tür hat sich geöffnet. Wie ist das überhaupt möglich, Mann? Wenn der Computer nie funktioniert, muss man ihn hart schlagen. Das stimmt. Leute, seht euch das. Was ist überhaupt? Das ist eine Art riesiges Auditorium. Lass uns das schnell überprüfen. Mann, dieser Ort ist fantastisch, Leute. Es ist sogar ein paar Bänke hier. Mikrofon. Hallo, Leute. Wow, ich möchte einen Track machen. Glenn Kubikov. Glenn Flatpapierchen. Glenn Kubikov. Mann, das ist so cool. Die Akustik ist cool. Oh, ich wollte schon immer mal Gitarre spielen. Glenn, mach weiter. Gib uns ein Like. Leute, stell das Autotune ein. Gib uns ein Like! Oh, und schau, wie ich Gitarre spielen kann. Oh, na, Sirugge, geh lernen, geh hin. Oh Mann, die Akustik, schau diese Lautsprecher. Oh Leute, ein Klavier. Komm schon. So, was ist denn hier los? Sirugge, hast du den Wachmann niedergeschlagen oder was? Ich habe etwas überstürzt reagiert. Leute, Verstärkung muss unterwegs sein. Lass uns schnell die Tür barrikadieren mit allem, was wir finden können. Hol die Lautsprecher, hol das Klavier. Blatt, ich kann nicht, komm schon, komm. Hilf mir. Leute, nehmt das Klavier. Ganz vorsichtig. Leute. Tür. Das könnte ein Weg nach draußen sein. Es gibt keinen anderen Ausweg. Komm schon, Beeilung. Auf geht's. Yeah. Leerer Raum, Jungs. Hier gibt es überhaupt nichts. Was ist das für ein Gag? So, es gibt für alles einen Grund. Leute, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Nein, das ist nicht einem Ausweg. Leute, schaut, diese Wand ist leer. Dahinter ist etwas. Hört zu. In Ordnung, schaut, hier ist der Ausgang. Oh. Es ist eine Art Geheimraum. Leute, das sieht sehr nach einem Kontrollraum aus. Es ist eine Art Kontrollraum. Ihr wisst schon, um die Flugzeuge zu beobachten. Kubikov, hilf mir. Ich bin drin. Komm. Leute, lasst uns sehen, was hier ist. Okay, hier gibt es eine Art Computer. Das ist der Kontrollraum für das ganze Gefängnis. Vlad, wir müssen den Gefangenen befreien, Alter. Ja, richtig. Zimmer Nummer 31. Okay. Das Wasser, ich hab's geöffnet. Ja. Und tschüss. Nimm mich mit. Das ist nicht der Netz. Kleiner Hund. Was hast man sonst noch hier? Das sind Saugnäpfe. Mit diesen Saugnäpfen könntest du wahrscheinlich das Glas absaugen und es herausholen. Da ist eine Hubschraube. Vielleicht können wir mit dem Hubschrauber hier herauskommen, Leute. Okay. Kannst du es fühlen? Die frische Luft der Freiheit. Da ist eine Matratze zum Draufspringen. In Ordnung, Leute. Ich bin der Erste in der Freiheit. Los, komm. Okay, ich bin weg. Und... Oh. Komm schon, bist du okay? Sirugge? Okay, alles gut? Ja. Leute, schnell in den Hubschrauber. Das ist ein echter Hubschrauber. Kann überhaupt jemand von euch fliegen? Ich kann es. Genau, der Fahrer auf der anderen Seite. Nun, ich weiß ein bisschen, wie man einen Hubschrauber fliegt. Okay, ich starte ihn jetzt.
Okay, Lebenszeichen sind gut. Okay, Leute, der Motor läuft. Nun, es sieht so aus, als ob wir draußen sind. Wir sind raus aus dem Knast, Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Leute, wenn ihr dieses Bauteil mögt, gebt ihm ein Like. Auf jeden Fall. Also, sind alle bereit? Hat jemand noch was zu sagen? Ja, abonniert den Kanal, Leute. Schreibt eure Kommentare. Und weiter geht's. Mein Gott, Freiheit. Gelehnt, gib bitte auf, gelehnt, Blatt Papierchen. Gelehnt, gib bitte auf, gelehnt, Blatt Papierchen. Gelehnt, gib bitte auf, gelehnt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meiner Labor und nicht in deiner Kirche.